Einen wunderschönen guten Morgen. Was haben wir denn heute? Dienstag. Also ich habe ja jetzt den ersten Tag die Baustoffe wieder gefahren. Machen wir heute auch. Gestern war nicht so lang. Was war schon gestern hier? Keine Ahnung, 2 oder so. Ach nee, gestern war nicht so ein schöner Tag. Unser Maddox, also unsere Bordeaux-Dogge, ist leider nicht mehr. Den haben wir gestern begraben. Und das war nicht sehr einfach. Aber da habe ich jetzt gerade im Moment so noch keinen Bock. So noch keinen Bock drüber zu reden. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe noch Schwierigkeiten. Ah, Junge. Lerne erstmal das Ding zu bedienen. Komm, Russchen. Aha, der Holzmichel wird jetzt gleich aufmachen. Und da werde ich mir da mal 2 Leberwurstbrötchen holen. Und einen dicken Kaffee. Nachtrag. Ja, ja, Junge. Wie ihr merkt, ich habe überhaupt gar keinen Bock heute. Ich hätte noch ein bisschen liegen bleiben können. Oder aber es liegt an der Situation gestern, dass ich keine Lust habe. Der Holzmischel macht jetzt auch. So, ich habe gestern noch getankt. Beide Tanks voll, das ist sehr gut. Dann brauche ich mich doch heute nicht drum zu kümmern. Ach guck hier, 13.50 Uhr war ich gestern hier auf dem Hof. 13.50 Uhr, ist das nicht toll? Ah. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich habe nämlich gestern meine Sonnenbrille, die ich im LKW immer habe, die habe ich gestern mit dem PKW genommen und so. Ich habe mir jetzt ein Brötchen und Kaffee geholt. Ein Brötchen habe ich schon weggeballert. Nur mal so zur Info. Wer sich wundert, warum da hinten eine blaue Mappe liegt, das ist von dem Baustoffhändler, wo ich immer lade. Die packen immer alles in so blaue Ringbuchordner. Und dann kannst du den so wieder abgeben. Ne? Kommst ihn so und kannst ihn so wieder abgeben. Das ist eine sehr saubere Sache, finde ich jetzt mal so. Und da fahren wir jetzt wieder hin. Wir haben jetzt, mach doch einfach mal 6.16 Uhr haben wir. Ganz wichtig, dass die Splinte immer hier sind, sonst sieht man das Stritzen alles hier, ne? Kennzeichenbeleuchtung funktioniert. Da, Baustellen. Also ich komme mit dem Auto echt wunderbar überall rein und raus, aber manchmal stören die Bordsteine doch schon enorm. Ne? Und dann muss ich da so ein bisschen drüber ballern. Da hinten steht schon wieder die Wache am Tor. Einiges los hier wieder. Volle Bude wieder. Ist das ein Durcheinander, Junge? Da sind einige Sachen noch zu klären. Ich habe jetzt erstmal von 6 Kunden erstmal 3 mitgenommen. Ich dachte eigentlich, ich habe jetzt erstmal komplett Erftstadt und danach Nörvenich. Jetzt habe ich doch wieder gemischt. Ich habe auf so eine Nerven im Moment echt keinen Trez. Du stehst viel zu lange hier zum Warten. Ich habe auf so eine Nerven im Moment echt keinen Trez. Du stehst viel zu lange hier zum Warten. Ich habe den Lieferschein dann quasi Lieferschein ist quasi an der Ware. Ja, du musst da stehen bleiben. Was stehst du denn da so rum? Junge, 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 Junge. Die Lök hückt so da, ne? Wetter ist super. Wir haben zwar 8 Grad nur, aber die Stimmung ist auch scheiße irgendwie, ne? Die Stimmung ist komplett im Keller. Aber der Mann, der jetzt gegenüber von der Baustelle wohnt, der war am Fenster, der war ganz okay. Der hat vor 15 Jahren das Fahren aufgehört auf dem Volvo. Für ihn gibt es nichts Besseres wie Volvo. Ist so ein älterer Herr, ne? So ein ganz, ganz netter. Hat mir ein bisschen was erzählt. 5 Minütchen, dann musste ich aber auch weitermachen.
Ich werde wahrscheinlich nicht auf einem Volvo aufhören. Doch, im August. Und dann wird es mit einem anderen Fabrikat weitergehen. Welches, sage ich euch noch. Eigentlich total einfach. Auf jeden Fall eine Marke von den beiden, die wir schon im Fuhrpark haben. Das wird auf jeden Fall ein tolles Auto. So viel kann ich schon mal sagen. Die Hersteller haben ja auch ihre Werke jetzt zugemacht. Ich weiß nicht, wie lange. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen? Ich habe keine Ahnung. Deswegen verschiebt sich das alles noch. Aber Anfang August, ich denke mal, bei Anfang August wird es bleiben. Normalerweise müssten wir das Chassis oder hätten wir das Ende April eigentlich holen müssen. Aber dadurch, dass jetzt Schließungen sind, im Moment, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ist mir auch relativ upe. Der Wagen kommt so oder so. Normalerweise hier ist doch die Baustelle, oder nicht? Ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig dahin und frage mal, ob das für die ist, aber das ist auf jeden Fall für die. Ich bin auf jeden Fall richtig. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir vernünftig da reinkommen. Ne? Wenn du unebenen Boden hast und du hast so ein tiefes Fahrzeug, dann kannst du das ja hochpumpen und dann da reinfahren. Aber wenn du die Pumpe anmachst, senkt der sich ja komplett bis auf die Erde. Und dann musst du gucken, dass du trotzdem eben stehst, sonst haust du dann nämlich irgendwelche Steine im Tank oder so, weißt du? Ich pumpe jetzt mal was hoch, ich muss auf jeden Fall gleich die Stützen vernünftig rauskriegen, sonst habe ich nämlich wieder ein Problem. Ich versuche das mal, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass das nicht funktioniert, weil ich den Wagen mittlerweile kenne. Jetzt habe ich mir fast im normalen Zustand gerade, was war das dann jetzt? Habe ich mir fast die Stoßstange weggeballert hinten. Mann, ey. Ich fahre jetzt hier rückwärts rein, dann fahre ich da hinten auf den Hof, neben den Steinen setze ich das Zeug ab und dann ist schick. Jetzt haben wir noch eine Palette Estrich Beton und dann sind wir mit der ersten Runde durch. Der Mann, wo ich gerade abgeladen habe hier, der war richtig sauer, ne? Der hat gesagt, der ruft gleich bei Bünde an und sagt denen, dass die vernünftige Autos schicken sollen. Der Wagen ist ja vernünftig, aber der ist halt sehr tief und die Zufahrt zu seiner Baustelle, die war halt mit grobkörnigem RCL ausgelegt und das war so, das war, Junge, da war ja Höhenunterschiede von 50 cm drin. Wie soll ich denn da vernünftig mein Auto platzieren, vernünftig da drauf fahren und nachher vernünftige Kranarbeit leisten? Wenn ich die Pumpe anmache, dann geht mein Auto ja noch tiefer, als wo der überall aufsetzt. Da, wo der Wohnwagen vor der Tür steht, hat er gesagt, müsste auf jeden Fall jetzt nicht in der Straße, in der Verlängerung hinten, da müsste das drin sein. Ne? Kommst du auch komplett durch. Das ist super klasse. Hier muss ich wieder komplett rückwärts raus. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist total geil. Jetzt kann ich komplett rückwärts. Ach, Junge. Hier ist die Hölle los, Junge. Das glaubt ihr gar nicht. Und die sind komplett unterbesetzt, ne? Wir fahren jetzt zu der Baustelle. Da haben wir jede Menge Styrodur. Da müssen die alles mit der Hand abladen. Und wenn nicht, dann bringen wir das leider alles wieder zurück. Weil mit dem Kran. Das ist viel zu hoch, Junge. Ja, solche Kunden finde ich aber richtig geil. Die haben ja nichts mehr zu tun, weißt du? Wenn du zu denen sagst, wir müssen das halbe Auto mit der Hand abladen, dann ist das so. Und dann wird da auch nicht gemeckert oder so. Die arbeiten halt gerne. Genau wie ich. Dann fahren wir jetzt zurück. Nach Adam Riese müsste ich jetzt noch 3 Kunden da liegen haben. 3, 2, keine Ahnung.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schreiben den nächsten Tag und zwar Mittwoch. Ich bin in Hahn. Und ich habe gestern, hing da so im Büro so eine schöne Weste, die man von zwei Seiten anziehen kann. Und da ich schon immer so eine Weste haben wollte, weil mich manchmal Jacken nerven, wenn es nicht kalt und nicht warm ist, so ein Zwischending, weißt du, dann brauche ich immer so eine Weste. Und da ich keine habe, war ich froh, dass ich die mitnehmen konnte. Die ist nagelneu. Ich gehe einfach mal fragen. Ich frage jetzt einfach mal hier. Und ich hatte ja vor kurzem mal zugesagt, dass ich eine Roomtour mache vom Auto. Ist zwar jetzt nicht so interessant, weil das gibt es ja schon tausendmal im Netz, aber man kann ja mal so, zum Beispiel kann ich zeigen, wo mein Reserva-Akku ist. Das ist hier angebracht, ne? Das ist für die Fernbedienung. Das wird einfach hier so reingesteckt, zack. Wenn jetzt mein Akku Leerstand anzeigt an der Fernbedienung, kann ich einfach hier das Akku austauschen. Das ist einfach eine geniale Sache, dass das hier so angebracht ist. Am Sitzsockel hier, verstehst du? Manche Autos haben das hier unten drunter. Die Mercedes, den wir jetzt neu haben, der hat das hier. Der hat das jetzt hier. Das ist eine tolle Sache. Ansonsten ist hier auf der Seite, ja, hier ist jetzt halt nur noch ein Staufach. Hier habe ich jetzt eine Klappkiste, wo ich alle Sachen reintun kann, die im Fahrzeug befindlich sind. Was ist hier eigentlich drin? Wo ist das eigentlich? Okay, ein Panikblitzer. Ach, weißt du wofür? Hier habe ich nur jetzt Wasserkanister, ein Ersatzpaar Arbeitsschuhe und das war es schon für hier. Der Panikblitzer, der ist genau für hier. Hier kommt er drauf. Im Fahrzeug befindlich. 1, 2, 3 leere Kaffeebecher, was mich sehr ankotzt. So, das war der erste Streich. Wir fahren jetzt von Hahn nach Wuppertal. Oh, da mit der Weste ist eine geile Sache. Ich glaube, ich... 16 Kilometer. Ist das nicht toll? Also beim zweiten. Also manuell freigeben. Automatisch nicht möglich. Wir haben jetzt hier alles mit dem Stapler abgeladen. Obwohl Kran drauf steht. Also es ist ja meistens in den Lägern. Das sieht immer komisch aus. Die Stütze vom Anhänger, die sah gerade sehr, sehr tief aus, aber es war nur der Schatten. Die macht mal ein Päuschen hier im Wuppertal. Wenn du siehst, hat die sich alle abschotten. Ich bin gerade hier in die Pommesbude rein, hier in Wuppertal. Rechts und links sind überall Sitzplätze, alles abgesperrt. Das kennt ihr ja mittlerweile, ne? Aber auch wie die Leute, die gegenüber treten. Ich habe mir gerade ein kleines Frühstück geholt. Hier in Wuppertal. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Ich weiß nicht, was ich von der ganzen Situation im Moment halten soll. Ob wir hier nur verarscht werden
oder ob das alles ernst ist, was ich persönlich nicht glaube. Wie gesagt, ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Ihr könnt sauer sein, wie ihr wollt, aber ich... Naja, ich will jetzt nicht zu viel reden, sonst hast du nachher keine Boot. Weil ich bin davon überzeugt, ach, ich lasse es einfach. Ich esse einfach mal ein Bratwurstbrötchen. Ich bin jetzt ein paar Meter weiter gefahren in die Essener Straße und ich befinde mich jetzt schon im Baulager hier. Hier ist das Baulager. Wir machen jetzt in Ruhe das Auto auf. Guck mal hier, der kann jetzt von beiden Seiten wunderbar abladen. Ist das nicht toll? Weg, dann fahren wir jetzt langsam Richtung Hof. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich meinen Hund vermisse? Das ist alles zum Kotzen. Dann werden wir uns jetzt langsam Richtung Hof begeben und wenn da nichts zwischenkommt, dann machen wir jetzt unterwegs noch ein Päuschen. Atemschutzmaske. Kann ich euch ja gerade mal hier drin was zeigen, aber es ist völlig unspektakulär. Und zwar haben wir hier ein zweites Bett. Jetzt haben wir hier oben noch so ein paar kleine Schränke. Die gibt es normal auch in tiefer, aber hier sind eben nur die schmalen drin. Ich habe jetzt hier meine neuen Würfel, aber die hänge ich hier nicht ins Auto rein. Das mal an der Stelle. Ja, wie gesagt, nur Ersatzjacken habe ich hier drin, Teile vom Kühlschrank. Ich bin ja im Moment sowieso viel mehr zu Hause, wie ich unterwegs bin. Hier ist noch eine Jacke. Wenn ich jetzt mehr unterwegs wäre, würde ich hier wirklich alles einräumen, schön. Alle Sachen, die ich brauche. Wie gesagt, hier ist ein zweites Bett. Welches wir wieder hochklappen können. So. Hier in dem Fach sind jetzt nur meine Waschklamotten. Ein kleiner Werkzeugkoffer. Putztücher. Und hier sind Müllbeutel. Hier tue ich halt immer meine dreckige Wäsche rein und nehme die dann mit nach Hause, ne? Hier in dem Mittelfach habe ich von dem Baustoffhändler, wo ich ja im Moment für fahre, auch die Mappe, Papiere. Ich bin ja gestern nicht mehr zurückgefahren, deswegen habe ich hier noch ein Auto. Fahrzeugpapiere, Motorwagen und Fahrzeugpapiere vom Anhänger. Hier ist halt nur ein bisschen Krimskrams drin, Fenstertuch, mein Stempel, bisschen Krimskrams, wie gesagt. So. Ja, dann habe ich hier unten noch eine Schublade, wo meine Papiere drin sind hier, ne? Ich mache das jetzt wieder zu, ich kann das nämlich nicht leiden. Hier unten ist unser Kühlschrank, da werde ich auch nicht schlau draus. Den mache ich ungefähr am Tag 1000 Mal an und dann geht der immer wieder, was ist das dann hier? Ach so, von der Milch. Dann geht der immer wieder aus, ne? Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn aus. So, und hier ist ein kleines Fach, welches überhaupt gar nicht weit aufgeht. Ja. Eigentlich ein bisschen doof. Ja, und das Cockpit kennt ja jeder aus YouTube, ist ja schon 1000 Mal erklärt. Irgendwie gehe ich so ein bisschen kaputt gerade im Moment. Ich fahre auch jetzt Richtung Hof und dann werde ich beim Holzmichel werde ich noch ein bisschen essen gehen. Dann lege ich hier hin. Ich gehe mal davon aus, dass ich morgen wieder Baustoffe fahre. Was gut ist an dem Auto hier, finde ich, ich habe hier oben, wie ihr seht, einen USB-Anschluss. Da könnte ich mir quasi irgendwo hier eine Nachtfahrlampe anbringen, die komplett über den Himmel scheint.
oder aber runter zu mir. Verstehst du das? Da stehe ich ja drauf. Deswegen, da muss ich mal gucken. Das lohnt sich auch noch. Wie lange habe ich den jetzt noch? Oh, 4 Monate bald noch, ne? 2 Monate sind schon um. Die Uhr sagt 14.39 Uhr. Ist das nicht schön? Ich werde jetzt schön nach Hause eiern. Und dann schaue ich mal, was meine Familie macht. Von denen darf ja keiner in die Schule, keiner in den Kindergarten. Und meine Frau darf auch nicht mehr arbeiten. Wie gesagt, morgen sind wir dann wieder um 7 Uhr in Euskirchen. Dann fahren wir wieder unsere Baustoffe und das machen wir bis Freitag. Und am Montag bin ich wieder hinge. Ach nee, Leute, es ist schon, du weißt schon.